war sehr beeindruckend gerade. Ich weiß noch gar nicht, wo mir der Kopf steht, weil es so viele Eindrücke waren. Wirklich eine tolle Sache. Wo geht es da 2019 hin? Was kann man erwarten bei euch? Was ist euer Plan? Erstmal rollen wir das jetzt richtig aus dem Handel. Wir wollen natürlich, dass so viele wie möglich das Erlebnis erleben. Und wir wollen dem Handel natürlich so auch ein Stück weit die Chance geben, Digitalisierung, echte Digitalisierung zu leben und umzusetzen. Denn nur wer es macht, kann am Ende auch davon profitieren. Langfristig wollen wir natürlich echte und ehrliche Kommunikation und gerade so Themen wie Nachhaltigkeit. Wo kommt das her? Die Leute wollen wissen, wo das herkommt. Die wollen sehen, die wollen spüren. Und mit der Virtual Reality schaffen wir das natürlich, weil wir den Kunden mitnehmen an die Standorte, wo unsere Möbel produziert werden. Sie können die Mitarbeiter sehen, sie können sehen, dass die Spaß an der Arbeit haben. Und das macht am Ende ein charaktervolles Produkt auch aus. Virtual Reality, ganz groß bei euch, aber ihr habt ja sicherlich noch mehr für 2019 geplant. Was kann man von euch erwarten? Was kommt auf uns zu? Das nächste und absolut spannende Thema für mich ist Nachhaltigkeit, aber echte Nachhaltigkeit. Was können wir tun, um Wege kürzer zu machen, um Verpackung schonender zu machen, um intern Prozesse zu optimieren, um nicht nur über Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern es zu leben, haben wir von Januar zum Beispiel 2018 Styropor und Folie komplett aus der Verpackung verbannt. Wir verpacken nur noch mit Kartonagen und Möbelpackdecken und haben dafür sogar ein eigenes Recycling-System eingeführt, um die Verpackungsmaterialien vom Kunden, vom Händler zum Hersteller zurückzuführen und wieder zu verwenden.